Verkaufen. Kokosnüsse, Schwalbenschwänze, Wespennester und ein Barsch. Ich verkaufe dir meinen Barsch, pack mir nicht an den Arsch. So, gib mir Geld. Ja, nehme ich. Passt. Die werden so viele Schulden haben, ne? Und ich helfe denen nicht aus der... Ich helfe denen nicht aus der Patsche. Ganz bestimmt nicht. Ich lasse die auf ihren Kosten so sitzen. Wenn die erstmal einmal pleite sind, ne? Also nicht Schlepp und Nepp, sondern Tom Nook. Sobald der einmal pleite ist, ne? Auf den spuck ich noch von oben drauf. Und sage, na, wie ist es da unten? Hörst du mich überhaupt noch? Bleib hier. Die packt sich schon wieder an eine Muschi. So. Nee, jetzt muss ich ja die Steinaxt nehmen. Oh Gott, jetzt hätte ich auch... Jetzt hätte ich fast zur normalen Axt gegriffen bei den Bäumen hier. Die müssen ja stehen bleiben, ne? Wow. 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 Das ist ja mal... Das ist, die Natur... Spiel. Warum kam da jetzt... Hä? Okay. Die Natur wehrt sich. Ja, ja, ich weiß. Die Natur ist gegen meine Vorhaben. Aber auch die Natur wird sich eines Tages umstimmen und sehen, dass ich das alles hier nur für die Gesellschaft tue. Wir werden zusammen Tom Nook aufhalten und vernichten. Im Namen der Wissenschaft. Beziehungsweise nein, im Namen der Gesellschaft dieser Insel hier. Wir sind ja hier nur drei Bewohner. Da ist eine Abstimmung einfach. Wer nicht zusagt, wird halt umgebracht. Wenn ich dann der Einzige bin, der zusagt, sind das 100%. Bei einer demokratischen Abstimmung. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich werde diesen Tom Nook so auseinandernehmen. Weiß, ich komme hier auf die Insel. 5000 Meilen Schulden. Ich baue mein Haus ganz friedlich aus. 98.000 Sternis Schulden. Der Typ hat doch keine Hobbys. Das lasse ich mir noch nicht gefallen. Wer bin ich denn? Ich lasse mich nicht verarschen. Das Geld hole ich mir alles wieder. Stimmt, diesen Baum hier wollte ich tatsächlich nochmal. Ja. Wow. Ah nein, da war ja der Geldbaum, ne? Ich hoffe, der wächst noch. Spiel, bitte. Okay, diese Bäume am Rand hier sind nicht so... Ja, auf dem Fettplatz kann halt nichts liegen. Ist halt doof. Wunderschönes Spiel. Ich höre es. Aha! Da soll noch einer sagen, ich kann nicht hören. Musikbox. Ja, ist halt aus den 80s, ne?
war ich denn jetzt? Mist. Bei dem hier? Ja. Oder? Ja. Ich wollte nachgucken, wie viel Hartholz wir haben. Money, money, money. Isn't funny. Oh, baby. Oh, guck, Alter, wenn wir normales Holz, wenn wir mal irgendwas aus normalem Holz machen können, ne? Wir werden reich. Wir werden so fucking reich. Wir werden Tom Nooks so auseinandernehmen. Der wird am Ende die ganzen Schulden haben. Nicht wir. Wir sind irgendwann fein raus. Mein Haus, hab ich gestern schon gesagt. Mein Haus ist irgendwann abbezahlt. Ich höre Frösche. Kann man auch Frösche fangen? Sind ja Amphibien. Also Tiere. So. Ja, dann wollen wir doch mal. Na, 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 na. Oh. Was soll ich tun? Etwas herstellen, bitte. Teetischchen. Ein Tee für zwei. Teetischchen. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. In meine Tasche. So. Mein Tee ist leer. Wer hätte es gedacht? Wenn man in eine leere Tasse schaut, wo keine Flüssigkeit mehr drin ist. Die meisten würden behaupten, der Tee sei leer. Ich allerdings, ne, weil wir spielen ja Animal Crossing New Horizons. Wir erweitern unseren Horizont und... Ja, komm. Ich wollte jetzt hier voll eine geile Metapher aufstellen, aber... Teetischchen? Wo pflanze ich denn die Birnenbäume? Muss ich mal gucken. Ich würde gerne so viel mehr, ne? So unglaublich viel mehr aus dem Hartholz machen, ne? Ich will den einfach pleite sehen. Ach, Sabrinchen. Sabrinchen-Bienchen. Ja gut, ist ja auch Sonntag, ne? Da darf man mal im Bett bleiben. Absolut legitim. Guck mal hier, wenn wir mal irgendwas aus dem Holz, ne? 30. Wir haben nur über 90 Holz. Wenn wir irgendwann mal bezüglich Top-Angebot des Tages irgendwas aus Holz herstellen können und dann das verkaufen und dann easy. Money, money, money! Oh, schön. Geil. Geil, das ist... Oder das Unkraut, Alter, das Unkraut. Mega geil. Mega geil. Weichholz. Ja, wir haben leider kein... Oh, wir haben sogar... Oh, 100. 2, 3, 4. Wir haben über 400 Unkraut. Krass. Und das haben wir nicht mal bewusst gesammelt. Das habe ich einfach nur mal so zwischendurch mitgenommen. Ich bleib dabei, dieses Sofa ist hässlich. Was haben wir denn hier? Einrichtung, Kleinkram, Wanddeko, Tapeten, Böden, Mode, Lebewesen. Sonstiges. Ah, hier unter Sonstiges. Ja. Ich hätte gerne mehr. Oh, Windelwanderschaft? Was? Insider von Musician aus Pokémon Sonne. Windelwanderschaft. Wie kam ich denn jetzt darauf? Hilfe. Nookmeileninsel hier. Meilenticket, so rum. Windelwanderschaft. What the fuck? Windelwanderschaft. Ins Lager. Hartholz behalte ich. Das hier verkaufen wir. Die Äste bleiben hier. Die Bäume pflanze ich ein.
Nein, nicht gut, ich brauche Holz. Ich brauche Holz für Werkzeuge, für eine Insel. Hab die ganze Zeit Switch gespielt. Ach so. Ja klar. Bleib so lange im Bett, wie du willst. Ich würde mir davon niemandem irgendwas vorschreiben lassen. Oh, wir haben genau 120 Holz. Krass. Ich pack das mal in die Tasche. Und das Weichholz auch, weil wegen Werkzeuge und so. Und die Äste. Da muss ich halt nochmal ins Lager, wenn wir, kurz bevor wir fahren. Ist dann halt so. Bis der Akku leer war, dann musste ich aufstehen. Ja. Das ist, ja. Ja. Was willst du machen? Ach nee, ich kann ja meine Werkzeuge hier. Ich muss ja gar nicht nach Tumnuk. Guck mal hier, wir sind ja selbstständig. Wir sind ja selbstständig. So. Dann brauche ich einmal eine richtige Axt im Inventar. Hätte ich ganz gerne. Obwohl. Nee, gar nicht Quatsch. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nicht für die Insel. Nicht für die Insel. Weil da nehme ich im besten Fall die Bäume gleich mit. Falls da irgendwas Besonderes sein sollte. Das heißt, wir machen uns erstmal wieder eine Steinaxt. Dafür brauchen wir eine Wackelaxt. Dafür brauchen wir einen Stein. Oh, Spiel! Dass das Lager im Haus ist, ne? Ja, es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn, aber... Ich hätte gern so ein Lager to go. Klar, wer will schon alles mit sich rumschleppen? Aber deswegen ja Lager to go. Das rennt dir hinterher. So, mein Gott. Wir spielen hier ein Nintendo-Spiel. Hier wachsen Bäume innerhalb von 3 Tagen, dann kann mir auch ein Lager hinterherlaufen. Meine Güte. Sinn und Verstand. Das ist ein Nintendo-Spiel, hier gibt es keinen Sinn und Verstand. Ich habe hier den allergrößten, geldgeilen Sack auf der Insel und der ist auch noch mein Vorgesetzter. Also, hallo, Sinn und Verstand, hier. Von wegen. So. Steinaxt. Und Schaufel. Wackelschaufel, ich habe das Eisen jetzt nicht mit. Und ich habe nicht genug Hartholz. Nein, für eine einfache Wackelschaufel. Ist nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Ja, aber ich habe schon jeden... Nee, die Tanne. Wartet, ich... Ich krieg einen trockenen Hals. Ich muss was trinken. Es tut mir leid. Weil es ja auch so verderblich ist. Verderblich? Was ist das Wort, was ich suche? Verderblich? Mir fällt das Wort nicht ein. Sabrina, mir fällt das Wort nicht ein. Weil das ja auch so verderbt. Nee, wie wir. Ach, was weiß ich denn? Steht bestimmt gleich im Chat. Weil das ja auch so... Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, lass mich doch in Ruhe. Steinaxt. Hartholz. Waren wir heute schon an diesem Stein hier? Ja. Ich sollte mir die mit einem Loch im Boden markieren. Das würde Sinn machen. Lass das. Hui. Meine Nase kitzelt. Axt. Mein schönes Hartholz. Och, Menno.
Ich kann es dieser Cam leider nicht recht machen. Es ist egal, wo ich sie auf dem Monitor platziere. Es ist... Ich bin nie ganz drauf, weil ich fett bin. Vielleicht ist das die Antwort, weil ich fett bin. Ich darf das sagen, ihr nicht. Wackelschau, Eisenerz. Sabrina hat uns schon wieder verlassen. Weißt du, und die nennt sich Mod im Chat. Und beschwert sich, wenn sie am Ende in den Endcredits nicht namentlich erwähnt wird, ne? Weißt du, aber sowas nennt sich Mod, ne? Böse! Sabrina, tut mir leid. Ich bin heute sehr böse. Es tut mir echt leid. Ich bin heute sehr, sehr, sehr böse. Eisenerz wollte ich mitnehmen. Ja, ganz böse. Ich weiß, es tut mir leid. Fritteuse! Achso, du machst dir Pommes? Ja, guten Hunger. So, aber ich brauche den Stein nicht mehr. Oder mache ich mir zwei Schaufeln? Ah, nee, ich habe ja noch eine. Ins Lager. Einen rausnehmen. Ins Lager. Nee, das sollte passen. Sollte passen. Eigentlich. Eigentlich. Nee, heute gibt's Bolognese. Ja, geil. Wir hatten heute Hähnchen. Wir hatten Reis mit Geschnetzeltem. Nur, dass es nicht Geschnetzeltes war, sondern Hähnchen am Stück. Aber mit Reis und Erbsen und Möhren, Benaise-Soße, Kräutersoße. Mega geil. Mega geil. Nee, warte, ich verkaufe gleich. Na, 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 na. Schaufel. Gib ihm. So. Schaufel, Schaufel, Steinaxt, Steinaxt, passt. Oh nein, ich habe das Holz übersehen im Inventar. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, muss ich halt nochmal ins Lager gleich. So, wo pflanze ich jetzt hier die Birnenbäume? Finger weg von meinen Bäumchen, Madame. Das sind meine Früchte und mein Holz. Wehe, du touchst die einmal an, dann fliegst du von der Insel, Mädchen. Gemeinsam gegen Tom Nook. Ich brauche mal eine Schaufel. Warte, da habe ich jetzt einen Zweierabstand gelassen. Hashtag gegen Tom Nook, genau. Eigentlich ist der Hashtag noch viel zu harmlos, um ehrlich zu sein. Eigentlich. Einfach nur gegen ihn zu sein, bringt nichts. Ausrotten. Eliminieren, auslöschen, vernichten, pleite gehen lassen. All das und noch mehr. Jetzt in Animal Crossing New Horizons. So. Das sind drei. Dann käme hier einer hin. Nee, das wäre aber nur ein Dreierabstand. Ich will aber einen Viererabstand haben. Also müsste er hier hin. Für den Suizid? Er soll sich nicht selber umbringen. Das will ich tun. Das will ich tun. Ich will ihm das Messer in den Rücken stechen. Wir haben ja jetzt einen Messerblock. Und ihr so? So, ich will wieder Abstand haben. Corona und so. Lala. Geschenk! Wenn man die Musik doch nur ausschalten könnte.
Ah! Ja! Schon das zweite heute. Gestern waren es vier. Ich zieh mir doch kein Kleid an. In Boxershorts! Ja, geil! Mega cool. Tschüss, Fisch. Du bist auch nur ein hässliches Lebewesen. Ich bin heute sehr böse, es tut mir leid. Ich muss morgen wieder in die Schule. Es tut mir leid. Das sind die negativen Emotionen in mir. Es tut mir leid. Ich würde niemals irgendwem was böse... Ja, kommt drauf an. Kommt drauf an. So. Dann packen wir das jetzt noch ins Lager. Gehen verkaufen. Und dann Meilenticket. Easy going. Und dann holen wir uns da schönes Holz. Am besten Hartholz. Und dann wieder Teetischchen, Teetischchen und Money, Money, Money. Unkraut kann weg. Das Unkraut kann weg. Komische Tanga kann weg. Holz kann weg. Das verkaufen wir. Tschüss. Ja, ich habe gerade mit meiner Teetasse den A-Knopf bestätigt, um in diesen Laden zu können. Mit Schlüpper? Nee, welcher Schlüpper? Nein, ich habe nichts vom Schlüpper. Nein. Welcher Schlüpper? Welcher Schlüpper? Keine Nookmeilen? Das ist ja eine Frechheit. Verkaufen. Schwalbenschwänze und Teetischchen. Bitteschön. Sternis. Ja, geil. Easy. Easy going. Ja, es ist so geil, ne? Es ist halt einfach ein Traum. Also klar, gerade hatten wir irgendwie 26.000 Sternis, aber da hatten wir auch 5, 6 Stück von den Teetischchen. Ich zieh denen so das Geld aus den Latten, das ist, geil. Mit diesem Top-Angebot des Tages schießen sie sich so ans eigene Bein. Hab ich denn da Dreck auf dem Monitor? Sag mal, geht's noch? Moment. Es geht ja gar nicht hier. Also, hallo. Jetzt ist es weg. Ich glaube, mein Schwein jodelt. So, Meilenticket brauchen wir noch. Am besten hole ich da gleich zwei, ne? Na wohl, mir wurde gesagt, die Meilen braucht man noch. Und das gar nicht mal so geringfügig. Und nicht nur wegen dem Meilenticket. Es kommen wohl später noch Kosten auf uns zu. Aber ob ich mich dann verpflichtet sehe, die auch zu bezahlen, ist ja dann was anderes, ne? Oh, er hat das Bier weggepackt und zum Buch gegriffen, weil er gemerkt hat, er muss mehr Wissen anwenden, um reicher zu werden. Jetzt ist er vom Alkoholiker zum Lehrer geworden. Ja, 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 ja. Hm? Du meinst auch, ne? Der hält mich für so dumm, ne? Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Plus 1 Level in Wissen. Oh Gott, oh Gott. Ich habe ja wieder 500 Bits bekommen. Yay. Was? Wofür? Aber nicht von mir. Ja, da weißt du ja, wem du die geben kannst, ne? Nookmeilen. Meilenticket. Ja. Komm, lass dich diese Insel einfach bitte lohnen. Bitte. Du-du-dum.